So, und jetzt möchte ich zu der, ich nenne es mal, Anordnung oder Organisation von diesen Frames und den Sets kommen. Dazu gibt es diese drei tollen Namen hier: Fully Associative, Direct Mapped und N-Way Set Associative. Und ich werde einfach gleich mal erklären, was das bedeutet. Wie wir noch aus dem vorigen Video kennen, haben wir hier Cache Blocks, die in Block Frames, die in Sets, die im Cache stehen. Das war ein langer Satz. Jetzt gibt es mehrere Varianten, um diese Anordnung zu machen, wie viele Blocks in wie viele Frames in den Cache kommen. Und das hier ist eine Variante davon. Das ist, die sieht so aus, dass wir nur ein großes Set hier haben. Das heißt, der Cache besteht nur aus einem einzigen Set und in einem einzigen Set stehen alle Frame-Blocks drin. Block-Frames drin. Okay? Das nennt man dann Fully Associative. Oder auf Deutsch voll assoziativ. Ist nicht asozial. Und zu dieser Organisation gibt es auch nochmal eine gegenteilige Organisation. Die nennt sich Direct Mapped. Und gegenteilig, also einfach nur in jedem. Nein, so. In einem Set steht nur ein Blockframe. Und ich denke, das kann man sich dadurch ganz gut merken. Warum Direct Map? Weil, wenn ich das Set anspreche, wenn ich hier sage, ich will zu dem Set, dann bin ich ja automatisch schon hier in diesem Cache-Block drin. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wenn ich jetzt sage, ich will in dieses Set, dann muss ich ja hier immer noch da sagen oder da sagen oder da sagen. Also das muss ich ja einfach nochmal einmal mehr sozusagen adressieren. Also deswegen einfach direkt. Direkt vom Set in den Blockframe. Und natürlich, wie immer, bei allem, gibt es auch eine Mischform. Und die heißt dann N-Way Set Associative oder einfach Satz Assoziativ, weil auf Deutsch wird das Set nämlich auch als Satz bezeichnet. Das N in diesem N-Way Set Associative steht für die Anzahl der Blockframes. Also da wir hier zwei Blockframes in einem Set haben, ist es eben zwei Way Associative. Und dieses N entspricht eben auch der vorher im vorigen genannten Video der Set Size. So, und das war's dann auch schon wieder dazu.